Hallo, wir sind's wieder. Ute und Nicole. Heute mit, ja, zwar einer Tasche, aber nur einem Teil einer Tasche, oder? Ja, und zwar haben wir es als Ergänzungsvideo gedacht für unsere große Markttasche, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und zwar, wenn man hier oben einen Reißverschluss haben will, wie wir das ins Futter einnähen, das ist ein Teil des Futters, man sieht es ja ein bisschen. Hier oben geht das Futter ja noch weiter und dann erst kommt der Reißverschluss und wenn man das macht, das seht ihr jetzt. Ich brauche zunächst das eigentliche Futter für die Tasche, das etwa 5 cm kürzer ist, wie ich es brauche. Und dann mache ich mir einen Streifen 5 cm, wo ich dann später den Reißverschluss dazwischen setze. Alle Maße plus Nahtzugabe. Den Reißverschluss fasse ich ein mit 4 Streifen. Die sind, 2 davon sind so tief und so lang, wie später die Tasche sein soll. Ich setze den Reißverschluss so dazwischen. Ich fange jetzt an, die Streifen zunächst rechts auf rechts mit dem Reißverschluss zusammenzunähen und dann steppe ich nochmal so dagegen. Dass ich mit dem Reißverschluss später besser arbeiten kann, nähe ich hier diese Nahtzugabe zunächst etwas zurück. Ich hefte jetzt den Reißverschluss zwischen 2 Streifen auf der einen Seite, vorne ganz kantig und hinten guckt ein Stück raus, das ist so beabsichtigt. Und nähe jetzt einmal da so runter und später dann so runter erstmal und dann so dagegen. Wenn ich den Reißverschluss jetzt zwischen die Streifen genäht habe, dann ermittle ich die Mitte und schneide so eine kleine Ecke raus. Beiden Seiten. Beim Futter habe ich das auch schon gemacht. Und dann setze ich das so an. Und den Streifen, der so breit war wie das Futter, den lege ich jetzt drauf und nähe das so an, dass wir hier haben wir den Futter, den Reißverschluss und das große Stück vom Futter. Ich habe jetzt das Reißverschlussteil hier zwischen die 2 Futterteile genäht und schließe jetzt die Naht an der Seite, so dass das so breit ist wie dieses Teil. Ich habe dann ganz gewöhnlich das Futter, das ich dann in die Tasche einsetze. So sieht das Futter jetzt aus, wie ich es einsetzen werde. Und hier habe ich jetzt einen Reißverschluss. Sitzt er in der Breite gut drin und dann kann ich das Futter so in die Tasche einnähen. Reißverschluss ist drin. Ich finde, dass es eigentlich ein Sicherheitsaspekt auch ist bei so einer Tasche. Man hat ja manchmal nicht nur einen Geldbeutel, den man irgendwie in einer kleinen Seitentasche verstecken kann. Man trägt ja vielleicht auch mal ein Foto mit sich rum oder irgendwelche... Tablet, das Handy. Unser Zeugs. Okay, und wenn
dann der Reißverschluss da oben ist, ist es wirklich sicher verpackt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch zukünftig nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns. Mehr Nähvideos von uns findet ihr hier auf der Seite und auch unter dem Video. Ja, wenn ihr Taschen von uns nacharbeitet, dann fände ich es toll, wenn ihr uns ein Bild schickt, gern per E-Mail oder auch über Facebook, Pinterest, Google+ oder Twitter, damit wir es dann finden. Wäre es toll, ihr würdet das machen mit dem Hashtag Schedung. Ich schreibe das aber auch nochmal in die Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.